Was zwei. Na, Idioten vor mir. Oh, ich hab einen gekillt durch die Tür. Hello campers, why you shoot at Bambis, man? Can you talk? Kann die Tür leider nicht öffnen, Mama Sparky ist wieder mal. Wer hat die Tür aufgemacht? Ich glaube, er weiß, ob ich da bin. Was hat denn der in der Hand, Alter? Das ist so eine krasse Knarre. Oh nee, ey, ich hab's nicht geschafft. Hauptstraße Elektropolis. 3-2-1? Ja, ich bin am Start, Alter. Oh mein Gott. Alles klar, dann würde ich sagen, hier willkommen natürlich zu DC 19 Uhr direkt Action, Bro. Könnte am Brunnen sein jetzt mittlerweile. Okay, er ist am Brunnen, ja. Er ist am Brunnen. Ja, okay, no problem. Reden? Lass reden. Er schießt auf mich, was für Reden? Ja, vielleicht. Er rusht mich. Er hat auch nur Angst, Mann. Kannst du in meine Richtung kommen? Der hat keine Angst. Er rusht mich, ja. Nee, kann ich nicht. Er aimt auf gerade auf mich. Er ist auf der Hauptstraße. Wo? Okay, ich bin jetzt an der Bushaltestelle. Er aimt auf mich, er ist übelst abgelenkt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jetzt rennt er. Komm in deine Richtung jetzt. Scheiße. Ist er schon auf deiner Seite da hinten? Au! Ja. Meine Güte, ey, was sind die alle so aggro? Ich auch nicht. Er hat mich gesehen. Ich bin jetzt im Gebäude. Kannst du mich abaimen irgendwie? Dude, why you shoot? Ich bin da, ja. Nice. Schnell why you shoot, dude, man? Hey, buddy. You friendly? Nah, dude, sorry. Why, man? It's not Call of Duty, dude. It's DayZ, man. Come on. Let's be friendly. Idiot. Hab ihn. Was ein Bastard, ey. Ja, er wollte uns gerade pushen noch. Und er hat nur eine Pistole. Ja, das ist wieder lächerlich, Alter. Das ist einfach wieder... Nice, erste Begegnung heute. Natürlich direkt hier menschlich sehr enttäuschend an der Stelle. Ja, es ist halt wieder mal ein Assi hier. Was willst du machen? Ja. Wir haben natürlich was ganz anderes erwartet hier in der Daily Standalone. Mhm. Guck mal, was ist das denn? Ganz ehrlich, ich erwarte gar nichts mehr, Mann. Achtung, Zombies. Ich kann nichts erwarten, Alter. Oh. Hast du das? Ja, das wäre ich. Ach so, guck, krasse Waffe, Mann. War ja, wirklich krass. Die behalte ich erstmal, würde ich sagen. Müssen wir rein. Sorry. Ja, eigentlich wollten wir gerade gemütlich starten, ein bisschen looten und auf einmal werde ich halt angeschossen. Vor allem, wir haben dir noch eine Chance gegeben, obwohl der uns beide gehittet hat, ne? Ja. Auf ja, Friendly, aber nee, keine Ahnung, warum die das machen, ich versteh's nicht. Ich versteh's auch nicht mehr, wirklich. Vor allem, Elektro. Zu verlieren. Ja, vor allem Elektro. Du hast nichts zu verlieren, du bist Elektro. Ja, du wärst sofort bei mir, er hat eh nur... Du juckt die nicht. Lol, daneben. Ja, ich mach. Keine Ahnung. Ah, ja, so viel dazu zu DayZ 19 wie am Donnerstag, liebe Leute. Schön, dass ihr aber eingeschaltet habt, würde ich sagen. Ja, schön, dass ihr natürlich wieder eingeschaltet habt hier. Nice. Da würde ich sagen... Reisen wir mal ein bisschen weiter, oder was? Ich dachte schon wieder Server Restart. Aber da reisen wir direkt weiter, oder? Ja, mal gucken, was uns noch so erwartet auf diesem nicen Server heute wieder. Auf jeden Fall. Das kann man so stehen lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, hier nice, perfekt. Ja, auf jeden. Vor mir ist ein Spiel... Alter, what the fuck, ey. Hallo! Warum ist das? Nicht schon wieder. Oh shit. Ah, ich seh ihn, Hallo! We are friendly, man. What's wrong? Sehen? Nice, Alter. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Leute, immer. Ey, sehr schön. Wahrscheinlich Bam-Bam, oder? Wahrscheinlich Bam-Bam, ja. Wir wollten hier gerade weiterziehen, liebe Leute. Aber dann attackiert uns natürlich nochmal einer ohne Grund. Ey, lass uns echt mal hier weggehen, oder? Ich glaube, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich verstehe die Leute auch nicht. Vielleicht können wir ja echt mal mit einem reden und mal so fragen, yo, was geht? Warum machst du das? Wieso bist du so... Ich weiß es halt auch nicht. Warum bist du so ein Unmensch? Warum bist du so ein Bastard? Vielleicht haben die Leute ja eine Antwort darauf. Community, wisst ihr es? Habt ihr eine bessere Antwort? Ja. Ich weiß nur, dass die meisten... auch solche Typen... Achso, nee, natürlich nicht. Denn wer der sie 19 Uhr schaut, der ist menschlich und moralisch natürlich gefestigt. Ich weiß nur, dass die meisten, die so spielen, als Argumentation immer haben, ich werde sonst immer gekillt oder so.
Oder man kann eh nicht mehr reden. Ja, genau, das ist ja so die Spirale der Dramatik. Echt, das ist echt so. Weil es versucht es doch wenigstens. Ja. Nicht jeder schießt direkt. Es gibt, klar, es gibt natürlich, ich würde nicht sagen Bastarde, aber doch schon, die halt immer schießen. Aber es gibt auch Leute, die halt reden. Aber wenn man es nicht versucht, dann, ja. Ja, es bringt doch auch einfach nichts, jemandem irgendwie in den Rücken zu schießen, oder? Also das... Es bringt null. Hätte so also gefragt, ja, ob ich noch essen... Also krasses Loot, noch wäre das jetzt irgendwie persönlich so ein Achievement gewesen, dass ich so, boah, ich habe einem im Rücken geschossen, geil, das erzähle ich mal direkt meinen Mates oder so, yo Leute, hier, guck mal, was ich für ein krasser Typ bin. Das ist echt oder? So, ne? Es ist echt so, ja. Ja, na gut. Man kann auch einfach fragen, Leute. Ja, dementsprechend. Ja. Was willst du denn fragen? Ja, wenn die was brauchen, ja, dann hast du Essen, dann ich würde das droppen. Musst du nicht immer gleich sterben, Digga. Wahrscheinlich, Digga. Ich auch. Aber weißt du, das Traurige ist halt, wenn sie mich erschießen, droppe ich es auch. Aber gut, okay, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir uns mal auf nach Tschernogorsk. Klaro. Perfekt. Nice. Auf dich, oder? Weiß ich nicht. Hinter dir ist einer. Ey, das gibt's nicht. Versteck dich, komm. Oh, Stadt oder wo? Schiene irgendwo. Am Baum. Welcher Baum? Das ist nicht hilfreich. Ich hab geschossen, er rennt weg. An welchem Baum? Ich seh ihn. Ja. Gut. Okay, er ist jetzt auf dem Scheunengelände. Alter, das gibt's doch nicht. Da rennt er. Was ist los? Er ist jetzt in der Scheune. Ja, in dieser. Unglaublich, ey. In dieser hier oder was? Das sind alles nur Bambis, ne? Achso, das. Ja, stimmt. Ey. Was haben die denn für ein Problem, sag mal? Warte kurz, ich verbinde mich. Ah ja, ich seh ihn. Oh, ich könnte ihn töten. Warte. Mit der Snipe könnte ich ihn jetzt, oder du könntest ihn auch mit der Sniper töten. Links. Wo ist er denn? Links am Eingang, er duckt sich, er gafft. Er gafft. Er kommt näher. Wie, er kommt näher? Er geht wieder in die Scheune rein. Oh ja, okay, ich habe ihn gesehen. Ist er wieder drin, ja? Ja. So ein Bastard, Alter. Ach, du willst ihn pushen direkt? Nee, pass auf, ich laufe jetzt hier außen rum. Und dann können wir gleich von beiden Seiten die Scheune... einnehmen. Okay, er ist wieder draußen. Ich sehe ihn am Heuball, ne? Er pusht hier jetzt vorbei an mir. Ich glaube, er weiß, dass ich hier bin. Ich war das? Nice. Hab ihn. Der ist nicht tot, glaube ich, oder? Ah, doch. Ich glaube, das war derselbe wieder. Bam, bam. Ey. Lieber Bam, bam. Rede doch. Du tust dir keinen Gefallen hier, Kollege. Du tust dir so ein Schmutz, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Du bist echt das allerletzte auf diesem Server, Mann. Ja, I hate you so much. So, dementsprechend, Leute, ist natürlich... Ja, sind wir natürlich weit gekommen, die 100 Meter aus Elektroraum. Da kommt schon der nächste. Asi, meine Güte. Ist echt so 100 Meter gelaufen, direkt mit mir beschossen. Und du hast dein Arm in deinem... Ja, aber das ist ja Hintern. Normal eigentlich. Ne? Ja, es ist normal, der ist es denn. Also ist es. So, mal gucken, ob wir es diesmal schaffen nach Tscherno, Leute. Let's go. Kilometer. Mal gucken. Alter, ey. Nice, coole Info auf jeden Fall. Ja, lass mich doch mal ausreden, Alter. Ach so, ja. Irgendwo rechts ist der bei mir. Oder ja, ist er am Feld. Oder eine Waffe in der Hand. Hello, friendly. Ich sehe ihn, Der aimt auf dich, ne? Ja. Hab ihn angehittet? Ich hab's noch so gerufen, friendly, und dann... Da rennt er wieder, zickzack. Okay, er ist jetzt hinter diesem braunen Wagen. Ich lauf ein bisschen am Waldesrand. Vielleicht geht der Zombie auf ihn los. Geht er tatsächlich? Ja, geht er tatsächlich. Okay, der hat mich gesehen. Aber der hat keine Chance, hierher zu aimen. Hat auf dich der ist schon mit dem Zombie beschäftigt. Oh, der hat eine krasse Waffe, by the way. Wir sollten da vielleicht nicht einfach so... Warte mal, jetzt hat jemand anders geschossen, ne? Ach so! Ja, es kam irgendwo. Ich werde beschossen. Muss in den Wald verschwinden. Ich weiß nicht. Ich werde schon wieder getroffen. What the fuck? Dann pushe ich ihn oder was? You are dead. Als ob. Ja. Als ob er dich hat. Ich rush ihn, komm, Mann. Aber das war nicht der. Ja, ich hab das Rauch. Mündungsfeuer gesehen. Didi. Daneben, oh mein Gott, ich hab daneben gesammelt. Sorry. Ja, alles klar, Bro. Ist ja nicht, Bro. So, weiter geht's hier. Auf jeden Fall. Ich würde noch gern zurück zu meiner Leiche, wenn das dunkel wird, ey.
Ich weiß leider nicht, wo die liegt. Da am Container, siehst du es nicht? An diesem, nee, nicht Container, an diesem Panzerfrack. Was ist denn das überhaupt? Ein Bus? Ach, das Ding. Ja, ja, wolltest du zu ihm pushen, oder? Ja, was? Ja, ich wollte ihn pushen und dann hat er mich gewonshot. Ah, alles klar. Two-Shot mit seiner krassen Megawaffe und ich habe halt nur so eine Babywaffe gehabt. Und okay, da halt daneben getroffen. So, hier müsste ich eigentlich liegen, Mann. Das bin ich hier, ne? Oh mein Gott, komplett leer gelootet. Nichts mehr drin, ey. Ich war so vollgepackt mit allem. Ey. Nichts mehr drin. Ist auch gar nichts. Nichts mehr, Alter. Ach du Scheiße. Ey, die gönnen ja gar nicht auf dem Server, die ne? Geier, ey, ja. Die sind ja wie wir. So, ach was? So. Nee, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Und natürlich wird es jetzt wieder dunkel, liebe Leute. Leider müssen normal, wir uns dementsprechend wieder in einem Gebäude aufhalten, bis es wieder hell wird, weil auf YouTube sieht man sonst natürlich nichts. Jo, liebe Leute. Wahrscheinlich jo. Jo, liebe Leute, hier richtig genervt natürlich wieder am Spielen hier. Ja, du wurdest ja das ein oder andere Mal jetzt gerade weggesnipert am Ballot. Der erste Strip, denn irgendwo hockt hier ein Sniper. Der hat sich gerade im Chat auch schon zu erkennen gegeben quasi. Zweimal bin ich weggesniped worden hier. Aber wir können den noch nicht so richtig orten, leider. Und du vermutest ihn natürlich im roten Backsteinhaus. Ja, eigentlich auch nicht. Also so. Der hat dich ungefähr hier an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, weggeholt. Und das waren so 180, 160 Meter. Das steht im Killfeed. Aber was sind hier 180 Meter? Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich finde fast, dass das rote Banksteingebäude ein bisschen zu nah dran ist dafür. Aber ich habe keinen Plan, wo sonst. Weiß ich nicht, ist eine Tür schon offen? Hier sind überall diese verdammten Gefängniskleidungen, ne? Ja, überall. Lass mal jeden Raum checken, einfach. Echt? Also bist du. Natürlich bin ich das. Ja, nicht sonst. Natürlich. Wahrscheinlich natürlich. Ja, vielleicht ist es... Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ich schreibe mal kurz im Chat, who ist in Balota drin? Ne, wir glaube ich für die Überbrückung mal Zeit für einen Gag, oder? Für die lieben Leute. Für die Überbrückung wahrscheinlich, ne? Ja, soll ich mal starten? Ja, oder? Komm, hau einen raus direkt, wenn du magst. Oh, scheiße. Ja, ich mag, Alter. Und zwar hier von Dark Rider 233. Ich mag... Wahrscheinlich, ich stelle mich mal so, dass man ein bisschen rausgucken kann, obwohl ich eh gerade den Gag vorlesen muss. Und zwar, wieso gönnen Piraten keine Karten spielen? Weiß ich nicht. Habe ich mir gedacht, deshalb sage ich es dir jetzt, weil sie auf dem Deck stehen. Oh mein Gott, jo, wahrscheinlich, gut, oder? Richtig nice. Er ist echt geil, Mann. Grüße gehen raus hier an Dark Rider 233. Lass mich doch ausreden. Sorry, Grüße gehen raus natürlich. Ich hätte natürlich auch ganz einen Flachen am Start hier vom lieben Markus. Was macht der Herbst in Deutschland? Urlaub. Ja, der braucht ein bisschen, glaube ich. Braucht er ein bisschen? Zieht der schon bei dir? Was macht der Herbst in Urlaub? Was macht der Herbst in Deutschland? Das check ich nicht, weil immer Herbstwetter ist, oder was? Ur. Oh, scheiße, Mann. Da oh hat's gezündet, Gott. Alter. Da hat's richtig reingezündet, da, oder was? Oh mein Gott. Geile Gags heute, oder? Ich brauche eine Pause, Alter. AFK. Grüße gehen auf jeden Fall raus hier. Bist du auf mich? Ja, ja, ich orte es. Immer noch? Ja? Hä, das muss. Oder hockt er oben auf dem Berg? Ach, warte, auf dem Berg, das würde ich doch hören, Alter. Okay, da rennen zwei. Nee. Hä? Ich seh ihn. Wo? Ich seh ihn. Ich kann's grad nicht beschreiben. Oh, neben mir, ne? Oh mein Gott, ja, Mann, neben mir war einer. So, ich bin kurz vor meinem Todesort. Nice. Willst du eine Waffe hier holen? Nee, aber ich seh ihn, glaube ich. Hat er so eine orangene Backpack gehabt? Wirklich? Wo siehst du ihn? Im Wald. Ja, er schießt sofort wieder. Noch schießt er nicht. Wenn du ihn ablenkst, dann kann ich vielleicht einen Schuss setzen. Ich sehe ihn, warte, ich glaube, er ist abgelenkt. Hat einen Headshot? War er das? Nee, das war er noch nicht. Oh nee, oder? Scheiße, in Ernst? Also der uns vorher beschossen hat, das war auf jeden Fall ein anderer. Vielleicht war das... Ich weiß es nicht. Vielleicht war das sein Mate oder was? Möglich. Auf jeden Fall hat er krassen Stuff dabei, by the way. Sagen, den gönne ich mir schnell. Ist gerade keiner auf mich. Ja, ist ja gut. Ach komm, ey, jetzt muss ich wieder alles in die Hand nehmen. Ich hasse es.
Ich konnte ihn jetzt gerade nicht provozieren. Aber vielleicht achtet er auch auf dich und nicht auf mich. Vielleicht war das jetzt, also, das war auf jeden Fall ein anderer als der, der dich vorhin erschossen hat. Okay, aber gut. Einen haben wir davon wenigstens. Wer war das, echt sein Kollege? Weil hier also, im Wald. So Leben ist gar nicht, ne, bei mir? Nee, es ist leer. Ich meine, ich suche jetzt den Wald nochmal schnell ab, aber ich glaube. Oh doch, er ist vor mir, Alter. Er ist vor mir. Really? Ja, ich sehe ihn. Guckt er auf dich? Ja, er aimt auf mich. Durch den Baum, Scheiße. Ja wahrscheinlich, fuck. Alter. Durch den Baum. Denn in der Lazy Stand, dann weiß man natürlich nicht so recht, ob man das überlebt. Nee, da kannst du natürlich immer schnell vorbei sein. Dann würde ich sagen, ich hau hier direkt. Warte mal. Oh nee. Der Typ ist gestorben. Wo? Echt? Kanatka killed. Oh nice, Anna, Alter. Anna, irgendwas. Super, endlich. Aber meinst du, der ist da vorne gestorben? Ich habe nichts gehört, kein Schuss. Das ist echt ein bisschen strange. Oh, wieso kommst du denn zu mir? Ich dachte, wir pushen da jetzt rein. Ach so, ich war doch schon drin. Ach so. Ja, aber nochmal richtig gucken oder so. Ja, okay. Also ich habe nichts gehört, kein Schuss. Hättest du echt schon weitergezogen? Kannst mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der war extrem geduldig. Ja, aber es kann nicht sein, dass man keinen Schuss hört, oder? Was ist das denn hier? Ein Rucksack oder was? Ja. Lol. Ein Rucksack. Oh lol. Was ist das? Ist da irgendwas drin? Nee, noch so eine Skütte. Nee. Skütte. Interessant. Das kommt oben vom Berg. Ja, glaube ich auch. Ne? Nee, es war... Ach, wo ist denn da? Oh, also ganz ehrlich, auf dem Berg sind 80 Zombies, Mann, und die bewegen sich nicht. Warte mal, ich kann nicht so schnell nachkommen. Ach so, stimmt, da war ja was. Ich glaube, ich habe ihn gefunden, unseren Killer. Der liegt hier. Ich loot jetzt mal noch nicht, ich warte mal auf dich lieber. Ja, das ist safe, weil ich bin ja... Kein Bock zu sterben. Oh nee. Was ist? Oh nee, Zombies oder was? Scheiße, ey. Okay. Der liegt hier einfach rum. Ah, der muss ja übelst krass weggesniped worden sein, ey, wenn der hier rumliegt. Kann ich mir nicht vorstellen, ey, dass einfach so umgefallen ist. Soll ich mal reingaffen oder was? Warte. Oh mein Gott. Wo liegt denn der Stuff jetzt? Ja, hier neben mir. Wo liegt der? Hä? Hä, wo rennst du denn hin? Ach, hier. Ja, nice. Du hast hier eine Leiche gefunden, aber das ist wirklich nur eine, ne? Ja, ist echt so. M2 irgendwas. Oh, das sieht eigentlich ganz nett aus. Oh Gott, ich bin gerade mega geportet. Alter, was ist mit dir passiert, Mann? What the fuck? Gutes Game, also. Wahrscheinlich. Was? Alles gut, Mann. Ja. Nice. Jo, liebe Leute. Letztes kleines Update hier. Ja, alles geklärt. Wir haben den natürlich getötet. Ach so, nee, der lag da. Ach so, der lag da einfach. Der wurde wohl von jemand anderem noch erschossen, der danach nochmal jemanden gekillt hat, aber wir konnten den leider nicht mehr orten. Und der kam auch nicht mehr zurück, tatsächlich. Nee, wir haben jetzt, keine Ahnung, lange gewartet, 10, 15, 20 Minuten oder so. Ja, ungefähr. Und so lange dauert es eigentlich. Dementsprechend ist er nicht mehr aufgetaucht. Ja, wir haben die M4 auf jeden Fall am Start. Das nächste Mal. Das ein oder andere haben wir noch am Start. Achso, warte mal, ich sehe gerade, das Teil hat ein. Das ist ein Schalldämpfer drauf. Sieht so ein bisschen so aus, diese M24A3. Deshalb haben wir den wahrscheinlich auch nicht immer gehört. Ach so. Ach, und das ist ein Sniper, lol. Ja, ich habe die mitgenommen. Ja, gut, in dem Sinne würde ich sagen. Ja, Krieg gewonnen, M4 gesaved. Ja, wahrscheinlich gewonnen, überlebt auf jeden Fall und das ein oder andere mitgenommen und ja, nehmen wir noch das Prisoner vorne ein? Ja, ich würde sagen, wir nehmen das noch ein auf jeden Fall, ja natürlich. Ja, wahrscheinlich einnehmen und ist keiner drin, oder? Bestimmt ist einer drin, soll ich Granate reinschmeißen? Ja, schmeiß mal Granate rein. Achso. Nur so, dass wir safe, achso. Man weiß ja nicht, vielleicht ist ja einer drin und schießt gleich mit seiner Bazooka aus der Tür raus. Wahrscheinlich 3, 2, ich bin tot, Digga, ist echt einer drin, achso. Ja, nee. Wahrscheinlich sehe ich genau, wie du da hochläufst, oder? Und noch lebst. Achso, stimmt, fuck. Ja. Das ist schon Hälfte des Lebens fast wieder. Naja, geht ja super schnell hier in der Daisy Standalone. Ja, 2 Stunden her. Oh. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen hier, oh nice, noch eine nice Brille. Das war das Wort zum Donnerstag, würde ich sagen. Und
Und das Wort zum Sonntag gibt es natürlich am Sonntag. Um 19 Uhr. Perfekt. Klar, Mann. Tschüss, Leute. Liebe Leute, das war das Wort zum Donnerstag. Wir sehen uns Sonntag 19 Uhr wieder. Würde mich über eine Bewertung sehr freuen von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Danke fürs Vorbeischauen auch, by the way. Und ihr könnt auch gerne die Videoreihe an Kollegen oder Freunden weiterempfehlen, wenn ihr uns natürlich empfehlen könnt. Dementsprechend euch noch einen schönen Abend und bis Sonntag 19 Uhr. Haut rein, euer Luzi und ciao.